Oder vielleicht ein Problem, das viele von uns kennen, das heißt das Hufe geben, zum Beispiel auch beim Schmied oder beim Tierarzt ruhig stehen. Und er ist ein Trainer, ich habe es eben schon gesagt, von dem ich ein großer Fan geworden bin. Wir haben uns letztes Jahr hier kennengelernt auf der Pferd und Jagd, auf dem Campus. Gebürtiger Holländer, gut, dafür kann er nicht viel, das ist in Ordnung, aber schon, ja, alles gut. Jahrelang beheimatet in Hessen, nämlich vor den Toren Frankfurts, freuen wir uns sehr und ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß mit Luc Teunissen. Lieber Luc, auf geht's. Ja, danke schön. Ja, ich komme ja aus der Gegend jetzt Frankfurt am Main und da im Hof haben wir halt viele Jungpferde, die wir anreiten und wir haben regelmäßig Pferde, die Probleme haben in ihr Verhalten. Vor der Messe konnte jeder sich ja anmelden mit seinem Pferd und es war mir eigentlich egal, was da kommt. Hauptsache das Problem liegt im Verhalten, sodass wir einfach mal gucken können, was könnte man so machen an so einem Problem, wie geht man da so ran. Fabsi ist das hier, ich kenne die gar nicht, also wir haben einander gerade kennengelernt hier vor dem Ring und ich habe die Pferde selektiert auf Geschichte, auf E-Mail, haben kurz telefoniert, einfach um zu gucken, wie es so ist. Jetzt hier die Kulisse ist schon mal was Neues, denke ich mal, und es ist so oder so schon mal aufregend. So, das Erste, was ich gemacht habe, ist direkt anfangen, klein bisschen zu arbeiten. Nichts Besonderes, nichts Schwieriges, einfach ein bisschen vor zurück, dass ich ihr eine kleine Aufgabe gebe, worauf die sich konzentrieren kann, um die runterzufahren. Vorhin war die ein bisschen aufgeregt, wie jetzt geht. Wir geben die Amma mal einen Grund, sich was aufzuregen, weil das Problem im Moment ist, sie hat mir gerade erklärt, der Schmied war ja da, der haben nur vorne hinbekommen, was vorne geht, und hinter tritt die richtig aus. Und das machen ja viele Pferde. Jule, du kannst mit dem Plastik mal gehen. Es gibt viele Pferde, die Probleme haben damit. Und die erste Frage, die ich immer stelle, ist das Pferd körperlich in Ordnung? Das ist das A und O. Erstmal sorgen, dass das alles abgecheckt ist und dass es keine körperliche Grund gibt vor dem Verhalten. Dann, wenn man ein Pferd hat, das tritt, wenn man ans Bein kommt, dann sollte man seine Hand ans Bein lassen. Weil, wenn man seine Hand wegnimmt, konditionierst du dein Pferd drauf zu treten. Das Pferd will deine Hand weg haben und wenn du es dann beim Treten wegnimmst, lernt es ja, hey, wenn ich das mache, geht die wieder weg. So, lasse deine Hand da. Das Problem dabei ist, wenn dein Pferd da am Treten ist und du brechst dabei deine Hand, dass das nächste Tag halt schwieriger wird mit Hufe heben, weil deine Hand kaputt ist. Man kann sich aber einiges basteln und das ist egal, was man nimmt. Ich nehme jetzt erstmal das andere Ende und sieht, dass ich schon ein bisschen anfange zu zittern. Und das Einzige, was ich möchte, ist das Kontakt machen und sobald die brav steht, nehme ich es wieder weg. Und ich fange am Widerriss an, weil das ist am leichtesten, Kontakt zu machen. Ich möchte, dass sie nicht durch mich läuft. Grundsätzlich kann die ja seitlich weglaufen, ist auch okay, kann ich gerne machen. Wenn die stehen bleibt, geht es weg. Und wenn die sich wegbewegt, bleibe ich auf ihr zugehen. So, ich versuche erstmal rein zu konditionieren, dass wenn die wegläuft, dass es halt da bleibt. Jetzt auch. Und sobald die stehen bleibt, geht es wieder weg. So, ganz einfach konditionieren. Auch wenn dein Pferd es nicht unbedingt mag, und man sieht ja, sie mag es nicht so. Sie legt die Ohren an, macht sich was fest, versucht wegzubewegen. Aber solange die stehen bleibt, geht es ja wieder weg. So, sie trainiert auch ein bisschen den Stock oder den Plastik. Sie hat das Gefühl, ich mag es zwar nicht, aber wenn ich stehe bleibe, wird es besser. So, wenn ich mein Pferd schon mal so konditioniert habe und mein Pferd ist so, dass es zumindest schon mal denkt, hey, ich habe zwar was Stress, aber wenn ich stehe bleibe, wird es besser. Dann wird es schon mal einiges sicherer. Und vom Widerriss anfangen und dann arbeite ich ja Richtung Hinterbeine, weil ich weiß ja, dass da die schwierige Stelle ist. Und ich brauche da gar nicht hart zu sein oder die Kurs zu bestrafen. Die lernt von selbst, von dem Stab, dass es ihr was bringt, wenn die stehen bleibt. Und das ist ja das Wichtigste in alles, was man mit Pferden eigentlich macht. Wenn du möchtest, dass dein Pferd motiviert ist, dann überleg dir, worüber freut dein Pferd sich in dem Moment am meisten.
Naja, wenn die ja Stress hat mit dem Stab, dann freut die sich am meisten, wenn ich es wegnehme. Und dann muss ich das nur in dem richtigen Moment machen, um mein Pferd beizubringen, dass es stehen bleibt. Dann, wir bringen ja alles von beide Seiten bei. Das hat damit zu tun, wie das Gehirn vom Pferd so aufgebaut ist. Dass man das an der einen Seite trainiert und dass es an der anderen Seite noch neu sein kann. Linke Seite ist jetzt hier schon mal einiges besser als rechts. Die speichern halt links und rechts auch separat Sachen ab. Ich möchte nicht, dass die in meinen Raum kommt. Seine Respektsache. So, wenn ich jetzt anfange zu treten, dann ist es ja nicht so schlimm. Ich kann ja den Stab einfach direkt wieder dran machen oder vielleicht kann ich es auch dran lassen. Und dann, sobald ich fertig ist mit Treten, nehme ich sie wieder weg. Jetzt die Stabseite war die einfache Seite. Jetzt fangen wir erst an. So, ich möchte gar nicht schnell drauf bekommen oder nichts, weil ich denke, kriege die jetzt noch gar nicht drauf. Das Einzige, was ich mache, ist, ich gehe langsam auf ihr zu. Und sobald ich positives Verhalten sehe, nehme ich es wieder weg. Und es ist ja okay, die hat halt gelernt, mit stressigen Situationen so umzugehen. Scheinbar findet ihr die Lösung in eher wegzugehen oder im Treten oder sowas in der Art. So, die probiert halt ein bisschen aus, was die so kennt. Und das ist ja okay. Jetzt bleibt die stehen, nehme ich es wieder weg. So, man kriegt ganz schnell ein Pferd, was motiviert mitmacht. Nicht direkt ein Pferd, was glücklich ist, aber das kommt danach. Über jede Wiederholung, die es gibt, und jedes Mal, wo ich rangehe, ich nehme es wieder weg und das Pferd hat es überlebt und die Beine sind alle noch dran und es hat kein Weh getan und so, lernt ja mein Pferd, okay, nicht so schlimm. Und man sieht ja, wie die zittert, dass da schon einiges an Angst drin ist. Das ist das Instrument, wo ich ein bisschen durchgreife, weil ich möchte nicht, dass die durch mich läuft. Das geht nicht. Seitlich kann die ja weggehen, wenn die will, aber nicht durch mich. Wir sind verschieben. So. Jetzt haben wir eine halbe Stunde zum Arbeiten. Jetzt den Plastik hat natürlich nicht direkt zu tun mit das Beine heben. Aber es ist schon ein Grund, wodurch sie richtig Stress hat. So, wenn ich hiermit an die Beine rankommen würde und ich schaffe es, ihr beizubringen, dass sie ruhig bleibt und das akzeptiert, habe ich natürlich schon mal viel bessere Voraussetzungen. So, ich würde mit dem Plastik, wenn du zu Hause bist, einiges weiterarbeiten. Und es ist egal, jetzt, ob du Plastik nimmst oder einen Ball oder einen Regenschirm oder was auch immer. Wenn dein Pferd Angst hat von irgendwas, ist es dein Timing, der das Verhalten besser oder schlechter macht. So, es wird jetzt langsam einfacher. Gehen wir Richtung Hinterhand. Was wir jetzt erreichen, ist das Konditionieren. Dem Angst wirklich wegzunehmen, braucht ein bisschen mehr Zeit und mehr Wiederholungen. Aber wir wollen es mal so durchlaufen, dass sie eine Idee bekommt, was man da so machen kann. Da kam schon ein bisschen die Trittbewegung. Und ich versuche es eigentlich so aufzubauen, in dem Rahmen, dass mein Pferd es schafft, es mitzumachen. Ich will mich nicht mit ihr anlegen, ich will nicht mit ihr kämpfen oder nichts. Ich möchte, dass sie es gerade so schafft,